Dann können Ömer, Abel, mir und Rafim erkennen, wie Großmeister Raferian gemeinsam mit Isarun und Kiaras aus dem Tempel tritt. Vor euch, neben euch in der Mitte des Marktplatzes, hat dann auch gewartet Rakala von Horsen Rabenmund, die erste Hof- und Erzmarker, die dann auf euch zutritt. Der Ordenshochmeister hat noch zwei, drei Bannstrahler neben sich. Er sieht unglaublich erzürnt aus, hat einen hochroten Kopf, aber zumindest ist er nicht aggressiv. Nicht friedlich, aber er ist nicht aggressiv. Dann stoß mal Rafim an. Lass mal da hingehen, lass mal hören, was sie sagen. Pass auf, dass du nah genug an den Pferden bist. Da seid ihr! Wie ist es gelaufen? Gehören die zu Annehmbar. euch? Ja. Ja. Ich verbeuge mich. Noch mehr Alanfana. Noch mehr Marder, verfluchtes Ritter Pack. des Reiches. Es freut mich ebenfalls, euch kennenzulernen. Wir sollten keine Zeit verlieren. So ist es. Habt ihr die Knolle für mich? Ich muss sie tatsächlich untersuchen. Wenn das, was ihr mir eben sagt, das stimmt, dann gehen wir doch am Der besten hier nebenan. Die Kaiserlich Wilhelmer Akademie für Strategie und Taktik hat einen kleinen Hesindeschrein. Stellen wir uns doch dorthin. Ich glaube, dann wird auch Großmeister Raferian einsehen, dass es dort sinnvoll ist. Dort wird Das hört nichts sich nach passieren. einer wunderbaren Idee an. Ja, die Turmglocke über euch läutet. Die nächste volle Stunde hat begonnen. Die Zeremonie im Inneren ist zumindest gerade beendet und eine weitere Stunde hat geläutet. Im Westen könnt ihr ganz leicht erkennen, wie da wohl Licht scheint. Eine Sonne könnt ihr nicht erkennen, aber irgendwie sowas wie Licht wird es wohl dort geben. Aber ihr selbst seid immer noch im tieffinsteren Schatten eingetaucht. Immer noch die roten Blitze, die über euch zucken und lange Schattententakel, die aus der Wolke herunterwuchern. Und ihr könnt noch etwas anderes erkennen, als ihr gerade versucht, einen Blick in Richtung Westen zu erheischen. Vögel? Irgendetwas kommt dort auf euch zugeflogen. Eine weitere, mehr oder weniger kleine, große Wolke, die da, ja, zufliegt. Zugvögel? Ja, dann tritt gerade aus dem Tempel heraus. Und könnt gerne einfach mal eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Sie ist erschwert um 10 Punkte. Ist davon ein Teil aus Dunkelheit bestehend, der erschwert ist? Nee, nur aus Entfernung. Ja, und während ihr euch da mit dem ein oder anderen unguten Blick mal hinschaut, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wandelt ihr gemeinsam mit Rakala von Horsen Rabenmund und Großmeister Raferian in Richtung des Hesindeschreines. Ja, wie geht's weiter? Ich behalte weiterhin die Wolke, die sich da nähert, im Auge und mache mich schon mal so halb bereit, zur Notengardianum zu sprechen. Dann lasse ich meinen Zauberstab allerdings wieder sinken. Ah, Krähen? Ich wundere, dass überhaupt noch Vögel in der Nähe sind. Ja, das scheint so. Ein paar Vögel, die sich abgesondert haben. Wo kommen die sich wohl her? Die scheinen ein Mitbringsel zu sein, wenn ich das richtig erkenne. Isarun kneift mal so ihre Augen zu. Sind das Aaskrähen? Aaskrähen. Aaskrähen. Ja, Aber durchaus häufig, wenn Untote umherziehen. schaffen wir es noch vor den Krähen beim Hesindetempel zu sein? Ja, also es ist wie gesagt eine weit entfernte Wolke, die sich dann eben auf euch zubewegt und sie ist definitiv für euch als Vögel zu erkennen, teilweise als Krähen und Isarun kann das sogar mit ihren Augen auch als Aaskrähen erkennen. Zumindest von der Größe würde das wohl passen. Wir sollten uns beeilen.
Aber wenn es Saaskrähen sind, warum kommen sie von Westen? Sollten sie nicht schon seit Tagen dem Herzog folgen? Nun, vielleicht haben sie gerade erst Futter geschnuppert. Oder irgendetwas aus dem Westen, von dem wir nichts wissen. Oder irgendeine Art von Magie ist hier im Spiel. Oder der Herr Boron schenkt uns seine Aufmerksamkeit gegen die Untoten. Das mag auch sein. Hoffen wir einfach, dass sie ein paar Untote zerpflücken. Ja, währenddessen seid ihr auch am Schrein angekommen und die Erzmager wird jetzt hier beginnen, die Koschbasaltkiste zu öffnen unter den wachsamen Augen von Großmeister Raferian. Spricht dann verschiedenste Odem, Arcani oder Analysen, Oculus Astralis und wird da dann eine erste Analyse beginnen. Vor allem erstmal von der Knolle, hat dann auch ein paar Schriftstücke herbeigeholt, auf denen sie dann mit ihren blau glühenden Augen sich ein paar Notizen macht, während sie dann blind auf dieses Artefakt starrt. Gibt es in der Kammer oder in dem Gemach, wo wir jetzt uns befinden, im Schrein, Fenster? Das ist wohl gerade, ja, ihr habt ja die Kaiserlich-Wärmer Akademie, also da, wo Helmer Hafax selber gelehrt hat, und ihr seid jetzt gerade in so einem Innenhof, da gibt es dann an der Seite, also da, wo ihr gerade steht, gibt es dann so einen kleinen Unterstand mit einer Hisinde-Statue und ein paar Opfergaben von den Rekruten, von den Taktikern, irgendwas, was da abgelegt worden ist, und ja, so ein kleiner, das ist ein offenes Ding, so ein kleiner Pavillon, könntest du fast meinen. Ach so, ich dachte, wir sind wirklich innerhalb eines Gebäudes, dachte ich gerade. Innerhalb der Kaserne, also innerhalb dieser Mauern, aber das ist ein offener Hof. Ja, dann würde ich mal Ausschau halten nach diesen Krähen. Ja, kommt weiter auf euch zu. Es sind aber keine Lederschwingen, oder? Nein, es sind Aaskrähen. Aber mir gefällt es auch nicht, dass sie so auf uns zuhalten. Letztes Mal, als ich eine solche Wolke sah, war unbequem. Übercheckt schon mal hier und hier ab, ob hier irgendwelche Türen sind, und versucht einfach mal zu öffnen, mal gucken, ob man da theoretisch reingehen könnte, wenn es nur der Mann wäre. Ja, teilweise vielleicht auch verschlossen, aber du wirst da mehr oder weniger viele Gebäudeteile finden, wo du dich dann auch in das Innere verdrücken könntest. Also teilweise mal so ein Turm, dass du da in so eine kleine Turmnische gehen kannst. Man öffnet mal die Tür, schaut mal nach, Tür geht auf, man schaut mal rein, genug Platz für uns alle wäre theoretisch, wenn irgendwie Not am Mann wäre, macht man die Tür wieder zu und denkt sich, bleibt man an der Tür stehen, falls was ist. Ja, ihr könnt sehen, wie die Krähen jetzt wohl mittlerweile so ein bisschen über Wehrheim kreisen, schweben, setzen sich noch nicht ganz nieder, schweben aber auch nicht in die Wolke hinein. Das werden sie tunlichst unterlassen, sodass sie jetzt vor allem auch auf der Westseite der Stadt bleiben und dann vor allem über der Burg Kamalet schweben. Ihr dürft nur mal eine Tierkundeprobe würfeln. Oh, das kann ich. Erschwernisse? Erstmal nicht. Erstmal schaffen. Dann kann also Tierkunde als Wartenverkackt, Haut doch rein, das kann ich und das ist der Einzige, der es nicht schafft. Kennst mich. Erstmal aufreißen, dann liefern. Ich hab keine Tierkunde. Nun, die scheinen keine normalen Tiere zu sein. Es scheinen wirklich... Nun ja, ich weiß nicht, ob sie leben. Sie haben große Löcher in ihrem Körper und ihre Federn, so sie vorhanden sind, fehlen, beziehungsweise sehen räudig aus. Ich überlege meine Hand auf die Türklinke, drückt die Türklinke sanft herunter, macht sie schon mal einen Spalt auf und hat die Hand sozusagen an der Tür, dass man die schnell aufschwingen kann, wenn das ist. Haltet euch bereit, das könnte Schwierigkeiten bedeuten. Habt ihr etwas, was ihr dagegen tun könnt? Laufen. Habt ihr nicht Stabzauber, die das verhindern, dass die uns angreifen können? Ein Guardianum in einer gewissen Variante müsste aushelfen. Ich schiebe mal nervös zu Raferian rüber.
Ja, der ist da gerade mit Argus-Augen auf dem Artefakt und hat wohl aktuell keine Augen für euch und die Erzmager natürlich auch nicht. Also, was sind das jetzt für Viecher? Es scheinen untote Krähen zu sein. Ah, super. Sollten Sie sich anschicken, uns anzugreifen? Habt euch die Hofmager. Seht zu, dass wir hier wegkommen. Es könnte aber auch eine Spionagetruppe sein. Und gegen so viele können wir wohl wenig tun. Oder wie viele Pfeile hast du dabei? Ich habe wieder aufgestockt, ich bin wieder auf 50. Ja. Ich meine, wenn du mit jedem Schuss 4 Krähen triffst. Schadet bestimmt nicht, ein paar davon runterzuholen. Warten wir erstmal ab. Mit eurem wachsamen Blick könnt ihr wieder in Richtung des Horizonts starren. Haltet Und Ausschau, seht vielleicht sind sie noch dort zwei weitere Kreaturen, die dort groß und mächtig auf euch zufliegen. Sie sind noch entfernt, aber ihre schwarzen Schemen riesig. Drachen. Ist das der schwarze Drache? Das sind meine fliegenden Dukaten. Guck mal, sie kommen auf mich zu. Also geht es los. Aber wieso kommt er von dort? Weil von dort keiner ihn rechnet. Naja, er ist ein Drache, er ist sehr mobil. Ja, genau, aber jetzt hier alle Feinde gucken in die andere Richtung und er kann von da aus die Stadt angreifen, wenn das sein Ziel ist. Sollten wir dann hier stehen und uns in aller Seelenruhe unterhalten? Wir sollten uns vielleicht innerhalb eines Gebäudes begeben. Hier steht noch etwas auf dem Präsentierteller. Meint ihr nicht auch? Glaubt ihr denn, ein Gebäude wird einen untoten Drachen aufhalten? Und er Das ist kann ja noch. uns zumindest nicht sehen. Es ist noch nicht zu spät, zurück zum Haarstempel zu rennen. Ich dachte, die Untoten sehen nicht, sondern die machen dieses andere. Wie heißt das Gibt es nochmal? in dieser Akademie eine Alarmglocke? Wird es auch geben, natürlich. Ich möchte sofort zu entsprechender Alarmglocke rennen. Kriegskunstprobe plus 3. Dann weißt du, wo sowas in einer normalen Akademie im Mittelreich aufgehängt ist und die wird es selbstverständlich geben. Du überlegst kurz, rennst in die falsche Richtung. Nein, das war Al-Anfa. Ja, du musst ja hier im Mittelreich dich orientieren. Kiaras läuft in der Akademie umher und findet die Glocke. Er läutet und im Inneren der Stadt erschallen zum ersten Mal die Rufe nach Hilfe. Was Ich schreien die Leute denn? signalisiere, dass die Leute in Deckung gehen sollen. Ich hoffe, die benutzen dieselben Signale. Erstmal ist es sowas wie eine Alarmglocke und ja, also du wirst da sicherlich, also sowas wie Entdeckung wird es nicht geben, aber du kannst sowas wie Rückzug machen. Damit würdest du natürlich die gesamte Frontlinie auflösen. Und dann würde ich eher signalisieren, Feind im Westen. Also du kannst Feind signalisieren. Ja, also ich glaube nicht, dass die draußen im Schlachtfeld das hören, wenn ich hier signalisiere. Ich möchte, dass die Leute in der Stadt das mitkriegen. Ja, also du kannst die Alarmglocke signalisieren und irgendjemand wird sich jetzt nach Feinden umsehen. Genau. Gut, was tun die Natürlich. anderen? Wir nieden uns am Klatsch und rufen erstmal laut Drache! Und hoffen, dass sich das schon verbreitet. Schreit der Rest auch Drache oder höre ich auch andere Hilfeschreie? Also hat da wirklich jemand momentane Probleme oder geht es nur darum, dass der Drache jetzt kommt? Also du hörst auf alle Fälle eine ganze Menge Geschrei, vor allem dann aus Norden, aus Süden. Das sind dann wohl diejenigen Dorfbewohner oder die Flüchtlinge, die sich jetzt hier um die Steine kümmern, die in die Stadt geschossen werden mit ja, Munition. Das sind dann einfach Trümmerteile aus Kolakai oder so, die dann hier ja, mit Unmetall in die Stadt geschossen werden. Da ist auf alle Fälle auch Verwundete und Verletzte, aber das ist jetzt das erste Mal, dass nach Drachen geschrien wird. Rakala ist immer noch bei der Analyse und wird darauf nicht reagieren, sondern wird weiter ja, sich darum bemühen und Raferian gibt so Zeichen, sehr wirsch, kümmert euch darum. Die Bandstrahler lässt er an seiner Seite. Ja, er kümmert sich jetzt darum, dass die Plagenknolle in Sicherheit ist. Also Ihr er habt nimmt doch das schon jetzt mal einen sozusagen Drachen Rakala aus getötet. der Hand, oder was?
Nein, nein, nein. Also er steht weiter daneben und kümmert sich darum, dass die nicht verschwindet. Brackala steht da, analysiert, und er steht daneben mit seinem Bandstrahler. Also die Bandstrahler haben sich auch die Schwerter gezogen und die Schilde etwas näher an sich gepresst. Genau, richtig. Ihr habt doch schon mal einen Drachen getötet. Jetzt wäre diese Expertise ganz hilfreich. Was tun wir? Die beiden albtraumhaften Gestalten sind größer geworden. Ihr könnt die löchrigen Schwingen erkennen. Rassasor, der schwarze Kaiserdrache von Varrok. Groß, schrecklich. Er gleitet über die Stadt. Ihr könnt sehen, wie er mit seiner Anwesenheit die Luft weiter verpestet. Ihr könnt den widerlichen Gestank in der Luft wahrnehmen. Und an seiner Seite ein kleinerer Perldrache, ein Trabant, ebenso halb verfault und tot. Eklige Fleischfetzen, die dann zu Bogen regnen, während er über euch fliegt. Teile von klebrigem Kot und flüssig brennender Urin, der ebenso verteilt wird. Und eine Schneise aus Feuer über die Stadt Werheim regnen lässt. Einfach indem er runterpisst. Denkt dran, nicht das Blut berühren von den Drachen und die Eingeweide. Die sind doch mit den Würmern vergiftet, beziehungsweise krank. Das geht auch auf Menschen über. Und lass euch nicht anzünden. Magister, wie steht die Antimagie? Ich ziehe einen Guardianum-Variante-Schild gegen Dämonen hoch. Tu das. Die anderen um euch herum sind weiter auf die Knolle beschränkt. Die sind hier tatsächlich jeder auf ihre eigene Art und Weise sehr verblendet und kümmern sich nicht um den oder die Drachen. Von Grauen erfüllt könnt ihr sehen, wie hier ganze Banner von Zivilisten fliehen. In der Stadt ist Unruhe. Soldaten lassen sich betend zu Boden sinken. Rassasor rauscht wie beiläufig über einige Einheiten hinweg, hebt sie hoch wie spielerische Einheiten, die er in die Luft herumwirbelt. Zwei, drei Körper, die durch die Luft fliegen. Dann ist er wieder nach oben und brüllt. Rafim, könntest du vorsichtig die erste Hofnager vielleicht in diesen Turm hier reintragen? Dann kann sie aber weiter analysieren und der Hochmeister kann weiterhin bewachen, dass das Artefakt nicht irgendwie wegkommt und sie werden trotzdem nicht von diesen Sachen getroffen, von den Drachen. Ja, können die Magier denn nichts machen? Habt ihr denn keinen, was weiß ich denn, ein Schild oder sowas? Isarun lässt gerade ihren Zauberstab über dem Kopf kreisen und ruft: Venustate Defendamur! Und eine schimmernde Schutzkuppel legt sich um uns. 3-Schritt-Radius. Aber mir machen, was auch immer sie gemacht hat. Das sieht gut aus. Bleibt bei den Magiern, wenn ihr nicht abwackeln wollt. Was machen wir gegen Drachen? Ihr habt doch schon einen erlegt. Beten. Lautstark. Bei dem Wort beten schaut man in Abelmirs Gesicht rein, kurz an die verbrannte Stelle, schluckt einmal. Beten. Ihr könnt erkennen, wie sich einer der kleineren Drachen, Dalmoroch, genauso groß wie sein Zwilling Phoboroch, den ihr schon vor einem Jahr besiegt habt, lässt sich gerade auf der Burg Kamalet nieder und sein mächtiger Flammenstrahl, der das Gebäude der Regierung schmilzen lässt. Während Rassasor im Park, dort wo Zar, Raya und Effert sich niedergelassen hat, sinkt er nieder in aller Seelenruhe und spielt ein bisschen mit ein paar Mitbringseln, mit ein paar Gefangenen, die er dort in seinen Klauen hat, und sein Schrei dringt durch die gesamte Stadt. Ihr habt es gewagt, mich zu fordern. Mensch, klein, schwach, sterblich. Und so antworten wir euch. Xyx, Geißel des Unglücks. Zerstörerin von Ketten. Bringerin von Albträumen. Ema, zerbrich an meiner Aura. Ich knechte deine Seele. Binde sie an die güldene Pyramide. Namens. Komm, Ema! Komm!
Jaland, die Reichsregentin, sie muss in Gefahr sein. Bleib zusammen! Bleib bei den Magiern! Asa soll auf die Knolle nicht in die Finger kriegen. Drache! Gehen wir jetzt endlich Drachen jagen. Ruhig bleiben, Rafim. Ruhig bleiben. Mein Geld sitzt da vorne im Park. Ich scheiße auf dein Geld. Pass auf die Knolle auf. Wenn ihr die Erzmager aus eurer Konzentration reicht, dann haben wir ein Hühnchen zu rupfen. Beruhigt euch. Fuck. Ja. Schau mal mit suchendem Blick, ob er sich wieder erhebt oder ob er da im Park bleibt. Du kannst an den Mauern der Akademie vorbeisehen und siehst, wie Gebäude einstürzen. Er hebt seine Flügel, hebt selbst nicht ab, aber ein einziger Stoß sickt Windstrahle hinüber durch die gesamte Stadt. Ihr könnt den modrigen, verfallenden Geruch wahrnehmen, wie er noch schlimmer und intensiver geworden ist. Verwesung, der Odem der Niederhölle, die Dienerin von Talgunitod selbst auf Erden, Trägerin des Splitters. Nur wenige Meter von euch entfernt, Xyxyx Rassasur. Ohne dass er, sie, der Drache es, ohne dass es irgendetwas tun muss, könnt ihr sehen, dass durch Gedankenkraft der Zartempel einstürzt. Ein weiterer Flammenstrahl, der ausgesenkt wird in Richtung des Raya-Tempels, und auch dieser brennt lichterloh. Stein schmilzt. Schwarzes, elementares Feuer. Das Feuer von Pyrdakor selbst. Oh Mann, ich hoffe, diese Analyse wird bald fertig. Bleib zusammen und behüte uns. Noch hat er uns nicht gefunden. Magistra, kann man einen Magier, der gerade das analysiert, bewegen? Besser nicht. Gut. Auf jeden Fall hast du es gehört. Lass die Finger von der Frau. Wir könnten die Schlacht zu ihm tragen. Und jetzt. Dann atme der einmal aus und du bist Asche. Wir können ihn ja auch nicht im Duell besiegen. Nein, wir müssen ihn umzingeln. Ihn vernichten. Ihr könnt gegen sein solches Wesen nicht bestehen. Was sollen wir sonst tun? Sterben? Warten? Wir müssen die Marga beschützen. Wovor? Hier ist doch nichts. Wir sorgen dafür, dass es so bleibt. Wie lange dauert denn das? Es ist eine hochkomplexe magische Analyse eines sehr komplexen Artefaktes. Vor allem ist es unsere einzige Gelegenheit, diese Finsternis loszuwerden. Wo ist dieser andere Drache hin? Der andere Drache ist in der Burg. Ich habe ihn dort landen sehen. Er ist in Kabalet eingeschlagen. Wie ein Meteor. Glück ist immer im Feld. Seht ihr die Rauchschwaden? Ich glaube, die Burg brennt. Verdammt. Wir müssen etwas tun. Keiner bewegt sich von den Magiern weg. Was wollt ihr hier tun? Das nichts wartet. Ja, während oben Dalmorach die Burg Gamalet in Schutt und Asche legt und viele Leute, die dort oben brennend herumlaufen als Fackeln oder um Hilfe schreien, wird Rassasur dort immer noch warten im Park. Spielerisch, er hat alle Zeit der Welt. Sie hat alle Zeit der Welt. Es wartet auf Ema. Ich halte das nicht mehr aus. Bleibt ruhig. Er will euch nur. Wollt ihr hier bleiben, während eure Kaiserin in die Schlacht zieht? Oron, gib uns Geduld. Feiges Pack. Wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen. Es bringt nichts, wenn Rassasur fällt und wir die Schlacht trotzdem verlieren. Wenn er fällt, fallen die Untoten. Ist die Schlacht doch gewonnen. Ihr könnt ihn nicht besiegen. Und ihr wollt eure Kaiserin deswegen sterben lassen? Sie hat ihre Panthergarde. Die Kaiserin ist niemals schutzlos. Die Reichsbehüterin wird von den besten Kriegern des Reiches verteidigt. Und es gibt nur eine Drachenlanze. Ich sag ja nicht, dass ich ihn töten würde, aber man könnte ihn ablenken. Dass sie den tödlichen Stoß setzen kann.
Wo sind diese verdammten Zwerge hin? Wollen sie braucht? In den Tunneln. Sie haben doch gerade eben den Vulkan ausgelöst. Einige Stunden her. Nicht mehr lange. Sicherlich werden sie gleich im Park sein. Wo wir auch sein sollten. Ja, mittlerweile könnt ihr vom Osttor weitere Glocken hören. Irgendjemand, gibt dort Signale weiter. Was sagen die Signale denn? Mit eurer Kriegskunstprobe wird das wohl gelingen. Es gibt wohl Signale, dass sich jemand zurückzieht, einzelne Befehle. Es geht wohl tatsächlich darum, dass sich die Anführung zurückzieht. Zumindest sind das die Signale, die gegeben werden. Immer kommt. Das ist gut. Das ist schlecht, fürchte ich. Ja, die meine Aufgabe. Rafim, ich will jetzt wissen, was da los ist. Und immer könnt doch nicht eure verdammte Reichsbeherrscherin. Ihr wollt hier stehen und warten, während sie vom schwarzen Drachen verbrannt wird? Pah! Kein Wunder, dass ihr euren Kaiser verliert, wenn ihr so auf sie Acht gebt. Dann geh! Geh und stirb! Ja, rennt zu den Pferden, die wir hier angebunden haben. Ja. Ihr habt keine Schlachtdisziplin. Deswegen ist eure Einheit auch aufgerieben worden. Das ist gut zu hören. Ist schon längst weg. Ihr könnt auf die Pferde aufsteigen und seht dann, wenn ihr aus den Toren herausläuft, dass wohl neben euch ungefähr 10, 20 Pferde entlang preschen. Die ganze Hauptstraße entlang wurde wohl komplett freigemacht mittlerweile. Das Reichsbanner EMA kommt. Und an ihrer Seite die Ritter des Reiches. Ludolf von Wertling, kannst auch Gräfin Svanja Ragnarsdottir erkennen. Und ja, viele weitere Panthergardisten, die jetzt ebenso an ihrer Seite sind. Und du siehst auch, dass Eme mittlerweile die schwarze Drachenlanze Finsterfang bereit gemacht hat und angelegt hat. Ja, die Lanze, los, wir müssen hinterher, wir müssen sie unterstützen. Ja! Wir müssen ihr natürlich Treffer ermöglichen. Karinor. Wir flanken ihn. Wir flanken diesen miesen Bastard. Kann sein, dass wir hier schnell fort müssen. Ich schlage vor, wir rennen und holen die Pferde. Gut. Magister Abemir. Wir bleiben hier und schützen die Marker. Gebt mir gute Acht. Wir sind gleich wieder da. Zwei mit euch. Und dann geht's los. Draka! Dreh Draxa! Baskiel Draxin! Hogolan, die Zwerge. Auch sie haben den Ruf gehört. Und ihr könnt sehen, wie von der anderen Seite aus irgendwelchen Tunneln, aus irgendwelchen Häusern rabenschwarze, verbrannte Zwerge herausstürmen mit ihren Äxten, mit ihren Felsspaltern in der Hände. Das ist der Hochkönig. Da, siehst du, der Hochkönig ist auch da. Wir sind auf dem richtigen Weg. Tyrannrosch! Marschiert! Ich will ihm in den miesen Schwanz schlagen. Ich werde ihn ihm abschlagen. Komm, wir flanken ihn von hinten. Auf jeden Fall flanken wir. Ja, das ist jetzt auch mein Plan. Ja, Rassasur immer noch mit aller Zeit geht, marschiert durch die Stadt. Ihr könnt sehen, wie wohl der Zartempel liegt in Trümmern, auch der Raya-Tempel verbrannt, schwelend. Ihr könnt den Rauch in eurer Nase spüren, in euren Augen. Ihr könnt kaum noch etwas sehen. Es ist fast so wie die Dunkelheit da draußen, unnatürlich, aber hier mit Brand versetzt. Immer noch schwarz brennendes Feuer, was die Ruinen umstürzt. Weitere Häuser, die ohne eine weitere Bewegung dann auch zusammenbrechen. Häuserteile, die von einem bloßen Willen von Rassasur gelenkt werden. Einige Zwerge versuchen sich auch dahinter in Deckung zu bringen. Die Deckung selbst wird ihnen zum Verhängnis und sie werden durch sie zerquetscht.